Hallöchen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Adam Jensen und wir sollen unser Wissenschaftlerteam, also das von unserem Arbeitgeber Seraph Industries entführt wurde, befreien und uns Zugang. Ich vermute, das ist hier hinter zu dem Hochsicherheitstrakt, in dem sich Megan Reed, unsere Ex-Freundin und ehemalige Chefwissenschaftlerin von Seraph Industries, derzeit entführt, wahrscheinlich befindet. Wir haben hier so ein externes Laufwerk. Okay, wir benutzen das Ding einfach mal, um ein Virus hochzuladen, genau. Wassili Sevchenkos Virus aufs Sicherheitsnetzwerk hochladen. Der Typ ist inzwischen leider tot, weil er für die Entführer etwas zu renitent war. Und das müsste dann, denke ich, die Wissenschaftler auch dazu veranlassen, für Explosionen in ihren jeweiligen Labors zu sorgen. Und dann müsste hier wahrscheinlich irgendwo Verstärkung rauskommen. Unmengen davon potenziell und wir müssten uns dann durch die durchkämpfen und einen Zugang verschaffen. Und wir haben ja Roboter hier schon mal gehackt, vorsorglich. Okay, was Christian, are you passiert? still tracking the scientists? Of course. Simulate feedback along that route. Make it strong enough to vibrate their implants. They have to feel it. A signal, eh? Not bad, Jensen. I'm sending it now. Da haben wir sie. Explosion, Alarm. Oh, und da geht die Tür auf und Typen kommen raus. Ich verstecke mich mal hinter der Tür. Die legen sich hier mit den Robotern an, scheinbar. Der scheint irgendeine Minigun zu haben. Statt. Waren das echt schon alle? Okay. Na, ich glaube, unsere Mission hat sich gerade geändert, kann es sein? Ja, aber guck mal. Also, gerade erledigt haben wir Virus auf Sicherheitscomputer laden und in gesperrten Bereich eindringen. Megan wird von den anderen isoliert in einem schwer bewachten Bereich der Anlage gefangen gehalten. Fatih, Colvin und Koss haben einen Plan ausgeheckt, der mir ermöglichen soll, zu ihr durchzukommen. Aber zuerst muss ich dafür sorgen, dass Bell Tower ihre GPLs nicht mehr überwachen kann. Wassili Sevchenkos Computervirus dürfte das erledigen, sobald ich ihn auf den zentralen Sicherheitscomputer hochgeladen habe. Ja, und jetzt sollen wir Megan Reed finden. Der Plan der Wissenschaftler hat funktioniert. Die Tür zum abgesperrten Bereich ist offen. Jetzt muss ich nur noch Megan finden. Ja, das wird ja bestimmt super einfach. Denke ich mir. Hier zwei Roboter. Also mit zwei Robotern hatten sie es potenziell zu tun. Den Credit Chip nehmen wir mal an uns. Okay. Was gibt's hier? Splittergranate. Kann man nicht mitnehmen. Haben wir eigentlich die Minenmatrix noch einstecken? Ja, wir haben noch eine Minenmatrix. Die könnten wir eigentlich mal mit der Splittergranate lassen, das mal kurz fallen. Kombinieren. Ja, wie machen wir das? Können wir das so machen? Nee, so können wir das nicht machen. Ja, super. So kombinieren. Dann ziehen wir uns die mal in, weiß ich nicht, Slot 8. Da ist gerade eh nichts drin. So, die Spirituosen nehmen wir wieder mit. Hier hinten scheint niemand mehr zu sein. Was gibt's hier? Einen kleinen Lagerraum, okay. Eine Pistole haben wir. Sturmgewehrmunition, so viel. Oh oh. Hier haben wir Spinde. Auch voller Munition. Ach du Scheiße. Wenn uns ein Spiel sowas präsentiert, ne, dann. Oh, Zielsuchsystem. Müssen wir mal gucken, ob wir das mit irgendwas kombinieren können. Schmeißen das dann mal kurz weg. Und das hier auch. Was? Haben wir noch nicht genug Platz?
So. Wir gucken mal, ob wir das mit einer Waffe kombinieren können. Ne, können wir nicht. Ja, na dann. Weg damit. Na, ich will nicht das Zielsuchsystem. Ich will den Kram, der drunter liegt. Ah. Acht Armbrustbolzen haben wir, okay. Und Betäubungspfeile. Ja, wenn uns ein Spiel hier sowas präsentiert, dann heißt das ja, dass irgendwo hier in der Nähe sich wahrscheinlich ein Endgegner befindet. Ich hoffe, dass dem nicht so ist. Ansonsten haben wir ja unseren Laser, den haben wir hier, ne? Ja, okay. Also Laser haben wir hier. Auf der 4 haben wir die Armbrust. Auf der 8 die Minenmatrix, auf der 6 EMP-Granaten. Achso, wartet mal, wir haben noch Schockgranaten, die kann ich mir natürlich auch mal irgendwo hinlegen. Auf die 0 zum Beispiel. Ja, als Endgegner bleibt er eigentlich nur noch, ich weiß nicht, wie Namir heißt er, glaube ich, übrig. Da müssen wir mal gucken. Und hier gibt es synthetische Menschen. Sehr sexy. Die sehen aus wie echte Skelette mit Muskeln, ne? Also, ziemlich gut auf jeden Fall. Your tenacity, Adam Jensen, is really quite irritating. We'd like you to stop now. I'm afraid I can't, Sal. You see, I figured it out. I know what you and your conspiracy buddies are planning. Do you? How clever. A new biochip. A software upgrade that limits what augmentations can do. You're creating a kill switch. You kidnapped Megan Reed's team to do it, and you're seizing control of the market to ensure it gets distributed. All because you're afraid of people like me. Augmented people, with the power to resist you. No one's afraid of you, Mr. Jensen. All your blundering around and childish interference hasn't stopped a thing. Tell me, have you been to a limb clinic lately? Yeah, schon. No! Oh, yes, Mr. Jensen. You figured out our plans, but not soon enough. Dispose of him, Namir! And this time do it right. Ah, shit. You should have stayed dead, Jensen. Archie. Ja, schöne Kugelgelenke hat er an der Hüfte. Was? Hier komme ich nicht durch? Oh shit, da komme ich nicht durch. Wirft Granaten. Ah, wir haben Laser. Ah, er wirft Granaten. Ah, der ist hier direkt neben uns. Look at you, jumping at shadows like a scared child. How can I be so lost?
Aber will der Typ nicht mal sterben irgendwie? Das wäre mir sehr recht, muss ich sagen. Haben wir ihn? Ich frage mich, ob das heißt, dass sie tatsächlich übergelaufen ist. Ah, wenig Munition, echt. Macht Dinge. Oh, na mir, Junge. Hier ist es ein Peps, nee. Ja, irgendwie müssen wir unser Implantat wieder unter Kontrolle bringen. Was hat er denn da? Mich interessiert das, was das ist. Ich werfe mal meinen Peps hier gerade weg. Damit wir mal gucken können, was das hier ist. Plasmagewehr. Plasmagewehr, ehrlich jetzt? Wo ist denn das? Hier. Aha, ein Laserpointer und ein Zielsuchsystem. Ja, da haben wir ja vorhin eins gefunden. Plasmalanze, High Energy. Verwendung, effektive Fernwaffe, die mehrere dicht beieinander stehenden Zielen Schaden zufügt. Beschreibung, die Plasmalanze ist eine Hightech-Waffe der nächsten Generation und vielleicht die fortschrittlichste Erfindung für das Schlachtfeld der 2020er Jahre. Sie projiziert entlang einer ionisierten Bahn einen Blitz oder Impuls aus supereisem Plasma auf das Ziel, der bei mittel- und schwer gepanzerten Zielen erheblichen Schaden anrichtet. Manche werden ihre Reichweite, ja, manche werden sogar schlichtweg aufgelöst. Aber ihre Reichweite ist begrenzt und die Kadenz niedrig. Außerdem kann Dauerbetrieb zu vorübergehender Abschaltung infolge von Überhitzung führen. Upgrades. Die Waffe unterstützt alle Standard-Upgrades sowie zusätzlich ein spezielles Internal Coolant Enhancement, in Klammern Ice, das eine Überhitzung der Waffe bei Dauerfeuer verhindert. Sie ist ferner mit Laserzielsystem kompatibel. Hersteller Connaught Technologies. Ja, ich frage mich, können wir das mal gerade hier auf so einen Slot schmeißen? Mal gucken, wie es mit der Munition aussieht. Ach so, das finden wir nicht raus, ne? Okay. Gut. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die Munition dafür aussieht. Ja, auf jeden Fall ist es eine Waffe, die wir nicht wirklich brauchen, ne? Wir haben Laser. Könnten ihn natürlich statt Laser mitnehmen. Weiß ich nicht, ob das geht. Und ob der besser ist als der Laser. Ich meine, unser Laser ist inzwischen voll aufgerüstet. Sollen wir die Plasmakanone statt dem Laser mitnehmen, statt des Lasers? Gute Frage. Ja, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was für Munition es hier gibt für die Plasmaknarre. So, was sollen wir als nächstes tun? Ach so. Und zu Megan durch Austin, denke ich. Kann ich hier mit denen irgendwas machen? Der salutiert, okay. Ach, die salutieren jetzt alle. Okay, cool. Ja, irgendwie... Ach, hier ist noch ein Security-Bot hinter. Nice. Ja, irgendwie wäre es ja super geil, wenn wir hier
Oh. Okay. Echt? Ach, das sind Schubladen. Ah ja, jetzt erkenne ich's. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob man mit dieser Figur interagieren kann. Dann nehmen wir mit. Den brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Nope. Boah, ey, das nervt echt ein bisschen. Dass wir hier so gestört sind gerade. Oh, hier gab es einen Revolver. Der hätte uns vielleicht auch noch als Backup dienen können, wenn unser Laser alle geworden wäre. Wenn wir nicht so geil gezielt hätten. Beziehungsweise so gut haben wir, glaube ich, gar nicht gezielt, aber ausreichend immerhin. Und Peps, ja, okay, nehmen wir mit. Das gibt uns einmal Peps-Munition. Hier bekommen wir einmal Elektro-Pfeil-Schock-Munition. So, da oben geht es ja auch noch weiter. Da können wir ja direkt mal schauen. Mhm. Oh, noch mehr Statuen. Und da sind Kisten aufgestapelt. Splittermine. Ja, da fahren wir ja schon eine. Noch eine, die scheint zu stacken. Oder haben wir einfach so viel Platz im Inventar? Nee, so viel Platz haben wir gar nicht. Schockmine? Wo sind denn unsere Splitterminen? Ach, konnten wir die jetzt die ganze Zeit gar nicht mitnehmen? Doch, 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 doch. Moment. Hey, ich finde die gerade echt nicht. Hier, da, Splitterminen. Drei Stück. Und EMP-Minen. Boah, okay. Also hier hätten wir Namir auch ein... Ja. Ach, unsere Augmentierungen funktionieren nicht, ne? Mhm. Ehrlich. Ja, das heißt, wir können uns hier wahrscheinlich auch gar nicht reinhacken. Das ist ja super ärgerlich. Was liegt denn hier rum? Sturmgewehr. Boah, okay, also wir können hier nichts machen im Moment. Weil unsere ganzen schönen Augmentierungen voll für den Arsch sind. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir jetzt hier gleich in den Hinterhalt reinlaufen oder irgendwas. Jaren, is that you? Not exactly. Adam? Oh my God, Adam! It's you! You're hurt. What happened? What happened to you? I risked my life for you, Megan. I came halfway around the world, and for what? It's not what you think. Are you part of this? No! No, Adam, I swear it! The kidnapping was real. The attack on Seraph Industries, they came after me. They wanted my research. And when did you decide they could have it? It didn't happen like that. I wanted to tell you, but I couldn't. I couldn't! And then David said we had to use it. We owed it to mankind. David? What are you talking about? My great discovery. The genetic framework I found that makes it easier for living tissue to bond with implants. I found it. In you, Adam. I used your DNA. I wanted to tell you. I swear. But David convinced me what it could mean for mankind. How much better off we could all be. It took Hugh to make me see how wrong I was. Hugh? Hugh Darrow. He owns this facility. After Namir brought us here... Pritchard! Patch me into Seraph, now! Adam, please! He was only pretending to work with Tai Young and the others. He found out what they were planning to do and told them he would help. But only to make sure they never succeeded. Their control signal won't work. But it does work, Megan. Zhao damn near shut me down. No. No, that can't be true. Have I ever lied to you?
I'll reset your software. It'll put things right again. Oh. I've insulated your chip to prevent external signals from reaching it. It's something I developed recently using nanotechnology. Thank you, David. Ladies and gentlemen, Mr. Sarif here has asked me to show the world how human enhancement technology can change it. After careful deliberation, I've decided I must do exactly that. Forgive me. Modified the control signal. Anyone with the new biochip will be affected. You never said anything about this. I'm going back for the scientists. No, Adam! I know the complex better than you. I'll find them. There's a hangar bay through there. Get to its control room and retract the roof. Clear a path for us. Ja, scheiße, Mann. Es war so klar und... Oh, es ärgert mich. Alter, wieso ist denn hier alles schwarz-weiß? Kommt die Farbe irgendwann wieder? Das ärgert mich, dass sie da so naiv ist irgendwie, ne? Boah, echt. Das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Ah, Farbe. Da drin keine Farbe, hier Farbe. Okay, hier ist so ein Übergang zur Monochromazität, Monochromie. Wie heißt denn das? Ja, wo sind wir denn hier? Warum sieht es ja auf einmal anders aus? Das ärgert mich gerade tierisch, dass sie da so naiv war und Hugh Darrow unterstützt hat. Ne? Ich weiß nicht, was er ihr gesagt hat, aber... Aber ein Kontrollsignal, das sich auf alle Chips auswirkt, ganz ehrlich... Das ist doch einfach, da muss man sich doch schon denken, das kann doch nichts Gutes sein, einfach. So, spannende Sache hier. Okay. Das senkt also hier. Muss man sich ein bisschen durchpuzzeln. Nicht hier hinten hätten wir auch noch einen Spam-Knoten, aber an den ranzukommen ist relativ teuer. Access granted. Ja, allein aus, weiß ich nicht, Datenschutz. Upsi. Rechtlichen Gründen muss man sich doch überlegen, dass es einfach gar keine gute Idee sein kann, jemanden so eine Technologie in die Hände zu geben. Also, ja, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat, ganz ehrlich. Ist mir schleierhaft. Finde ich auch ärgerlich. Aber na gut. Oh, Alter, hier geht's ja ab. So, wir hacken uns hier also erstmal ein bisschen durch. So, das nehmen wir mit, während wir das noch können. Da oben wollen wir ankommen, ne? Zwischendurch wollen wir hier ganz viele von diesen Speichern übernehmen. Ja, oder wir lassen das einfach. Wir schmeißen erstmal Stock drauf. Na komm schon.
Ach, den nuken wir einfach. Bitte. Okay. Sehr schön. Also für 150 Credits ein Nuke-Virus, einen Stoppwurm haben wir bekommen. So, hier hätten wir, ne, im Kampf gegen Namir, wenn wir nicht vollkommen lahmgelegt worden wären, hätten wir uns hier auch einen Roboter zur Hilfe holen können. So, ach so, da oben ist der Lüftungsschlitz, durch den wir da aus dem anderen Raum reinkommen. Was ist denn das hier? Kann man das mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Ja, also hier oben hätten wir auch gegen Namir kämpfen können, wenn unsere Implantate nicht alle vollkommen lahmgelegt worden wären. Ach, wir kommen hier von der Seite echt gar nicht hoch. Dann müssen wir das Ding eben von der anderen Seite aus erkunden. Bis da einmal bewegen. Danke. Ups. So, gibt es hier so einen kleinen Bonus, wenn man hier durchschleicht? Wahrscheinlich nicht. Nee, gibt's nicht. Na, okay. Ja, also Megan hat Hugh Darrow und den anderen geholfen, weil ihr falsche Tatsachen vorgespiegelt wurden. Da hinten geht es doch oben auch noch weiter. Das habe ich vorhin gar nicht mitbekommen, glaube ich. Nee, habe ich auch nicht. Wow, was ist denn das? Ach, hier gibt es ein explosives Fass. Na, cool. Und ein Gasbehälter. Also hier hätte man auch noch ein bisschen für Furore sorgen können. Und, hier gibt es Laser-Nachschub. Stufe 3 System nur. Ja, es sind auch alles Dreierknoten. Dreierknoten sind kein Problem für uns. Access granted. So, 150 EP nochmal. Und Laser. Ja, wir haben keinen Platz dafür. Weg damit. Sprengstoff brauchen wir gerade nicht. So, 500 Lasergewehr. So, wie viel Munition haben wir denn jetzt wirklich? 2500. Haben wir noch knapp in Reserve. Also wir haben 3300 Schuss jetzt hierfür. Sehr schön. So, da können wir gleich mal gucken, wie viel Munition es hier eigentlich für das super tolle Lasergewehr gibt. Lassen das und das nochmal fallen. Achso, Plasmagewehr, nicht Lasergewehr, meine ich natürlich. Ja, dann lassen wir das Ding hier auch mal fallen. So, auf welchem Slot liegt denn das jetzt? 3? Ja. Ja, 15 Schuss gibt's dafür. Ich baller mal hier einfach ein bisschen raus. Überhitzt. Okay. Ja, und wir haben nichts, um das nachzuladen. Das ist natürlich schlecht. So, schmeißen wir gleich weg. Nehmen uns unser Lasergewehr und die Peps-Gun wieder. Ja, für das Laserdings haben wir Unmengen von Energie. Ist also deutlich günstiger. Hier liegt doch noch eine. Gibt es auch ein Plasmagewehr? Haben wir jetzt die zwei Plasmagewehre rumliegen? Okay. Jo, Namir. Schade eigentlich. Ach, Jaren Namir. Namir ist gar nicht sein Vorname. Jo, da haben wir hier alles aufgeräumt. Und begeben uns nochmal in die Monochromie. Crash-Test-Dummy. Okay. Hier ist ein Fahrstuhl. Da ist wahrscheinlich der Hangar, zu dem wir sollen. Ja, was anderes können wir auch gar nicht machen. Hier ist noch ein Computer, um den wir uns kümmern können.
Da ist noch ein Safe. Das machen wir beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ach, ein E-Book haben wir auch noch. Das leuchtet sogar blau, sehr schön. Macht's gut und bis dann. Ciao.